Ja, grüß dich. Heute möchte ich zeigen, einen Snack für Kichererbsen zu machen. Und zwar habe ich da die Kichererbsen gestern eingebracht, dann sie über Nacht eingebracht gehabt, haben sie heute gekocht, bis sie so schön bissfest sind, haben sie auch hier gelassen, auch trinken gelassen. Ja, und jetzt sind sie bereit zur Weiterverarbeitung. Also, wie mache ich das jetzt? Ich habe mir da ein Backblech hergerichtet mit einem Backpapier drauf. Haben wir das Backrohr eine Weile eingeschalten auf ca. 200 Grad, 190 bis 200 Grad. So, und jetzt nehme ich da einfach ein ganz geschmacksneutrales Öl her. Ich habe da ein Rapsöl, ein natives Rapsöl. Du mir sei da ein bisschen in die Schüssel drin. Okay. Ich mache jetzt eine Würzmischung. Du mir da Paprika drin. Also, gell, das ist ein bisschen jetzt ganz nach dem persönlichen Geschmack. Okay. Also, meine Leute haben den Oregano recht gern. Ich nehme ein bisschen Oregano dazu. Paprika und Oregano finde ich passt ja ganz gut. Und ein bisschen Knoblauch tue ich drin. Ich persönlich bin nicht für den Knoblauch. Überhaupt nicht, ich mag ihn nicht. Aber da das ja eher meine Leute essen und nicht ich. Ich bin nicht so der Knabbertyp auf Nacht. Und Salz. Okay. Also wie gesagt, da kann jeder wirklich ganz, ganz eine individuelle Gewürzmischung machen. Mit Kurkuma, mit Ingwer, gell. Wichtig ist auch ein bisschen Salz dabei und ein Öl. Jetzt glaube ich, werde ich da ein bisschen zu wenig Öl haben. Dass sich das da natürlich dann auch gut mischt mit den Kichererbsen. Gell. Man kann das auch eine süße Variante machen, gell. Also indem ich persönlich darf nicht einen weißen Zucker nehmen, gell? Ich darf es einfach mit einem Ahornsirup oder einem Honig und vielleicht auch ein Zimt, also eine Mischung machen. Wenn ich brauche, hat vielleicht ein bisschen an Öl dazu und darf mir sämtliche Erbsen drin schwenken, gell? Wenn jetzt jemand mehr fürs Süße ist. So, ich tue da jetzt die Kichererbsen drin in der Gewürzmischung. Rühre mir das da alles gut durch. Schauen wir einfach, dass die ganzen Kichererbsen gut mit der Mischung durchmischt sein. Und dann verteile ich mir den einfach auf dem Backblech. Wichtig ist da, dass sie schön voneinander getun werden, also lassen sie nicht recht übereinander liegen. Und was dann auch noch wichtig ist, weil man sie im Backrohr hat, also die bleiben jetzt für circa eine halbe Stunde drin, dass sie die ja alle Weile ein bisschen durchmischt, gell? Dass die alle schön knusprig werden. Gell? Das wäre ganz so eine knusprige Geschichte. So, Wolle, das war es eigentlich schon. Jetzt tue ich die also ins Backrohr und dann auch schauen wir miteinander, was draus durchmischt. Jetzt dachte ich mir, denk da einfach einmal einen kurzen Blick, ich hoffe, ich vernackel das jetzt noch nicht gar alles, einen kurzen Blick da in das Backrohr reinwerfen. Okay. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden sie sein. Okay. Und danach werden wir schauen. Okay, bis gleich einmal. So, jetzt sind sie soweit. Das sind die Kichererbsen, also das Herd, gell? Das sind ein bisschen hart, das sind ganz knusprig. Okay. Also es schmeckt wirklich lecker. Der Vorteil gegen die anderen Chips, die Patatine, die Säurengepass, da sind keine gehärteten Fette drin, da sind keine irgendwelche Haltbarmacher, keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker. Wenn ihr denkt, mal auf so eine Chipspackung die Arbeit macht, durchzulesen von den Inhaltsstoffen und die dann auch googelt, dann wird es draufkommen, was die alles an Krankheiten fördern. Gell? Kichererbsen sind ganz, ganz eine hochwertige pflanzliche Proteinquelle. Gell? Die sind nahrhaft. Sie machen nicht dick. Fett ist leider erst dabei, was ich selber da dazu tue. Wenn ich da ein gutes Öl dazu tue, nachher brauchen wir überhaupt keine Sorgen machen wegen dem Fett. Ja, Gewürze, wie gesagt, nach Geschmack, süß oder salzig. Südtiroler Kräuteranbauer machen auch mittlerweile ganz tolle Kräutersalze. Vielleicht mag es jemand trautieren. Gell? Auf jeden Fall, wenn ich mir sowas mache, da weiß ich, was ich habe, was ich esse. Gell? Und bin ganz sicher auf der gesunden, nahrhaften
Seite und kann das wirklich zu einem Lebensmittel erzählen. Gell? Ja, jetzt wünsche ich gutes Gelingen beim Probieren. Probiert's. Das geht auch gut als Snack mitzunehmen, als Pausensnack, als ab an Arbeit mitzunehmen. Also, gell? Probiert's einfach einmal. Und lasst mich voll wissen, ob es gelungen ist, ob es geschmeckt hat. Darf mich freuen. Vielen Dank.